Lauks Turnbildschau, das neue Fahrerlebnis, Kapitän mit Hydramatik. Schalten in einer Funktion, mit der zweistufigen Riemenscheibe, auf der der Antriebsriemen hin und her geworfen wurde. Dagegen nimmt sich das Zahnradwechselgetriebe, die nächste Entwicklungsstufe, schon ausgesprochen modern aus. Kulissenschaltung, der letzte Schrei der Jahrhundertwende. So alt ist dieses Getriebe schon, obwohl es in der Zwischenzeit natürlich ständig verbessert und verfeinert wurde. Hier als voll synchronisiertes Getriebe mit Schaltung unter dem Lenkrad. Aber die technische Entwicklung geht weiter. Mit dem vollautomatischen Hydramatikgetriebe sind wir wieder zur einfachen Bedienung zurückgekehrt. Aber anders als in den Kindertagen des Automobils ist heute technische Vielseitigkeit mit dem größtmöglichen Bedienungskomfort verbunden. Auf den ersten Blick sieht das gar nicht so neu aus. Zumindest nicht, was der Fahrer zu sehen bekommt. Zunächst einmal fällt auf, dass das Kupplungspedal fehlt. Und der Wählhebel, so heißt er jetzt, unterscheidet sich vom gewohnten Schalthebel durch die neuartigen Stellungen P, M, D, S, L und R. Da wird nun mancher Kunde fragen, wieso soll da das Fahren einfacher sein? Das sind ja mehr Stellungen als früher. Der Eindruck könnte am Anfang entstehen. Aber wie einfach das Fahren mit dem automatischen Getriebe in Wirklichkeit ist, das merken Sie erst, wenn Sie dieses neue Fahren erleben. Der Wellhebel steht auf N. Eine kleine Drehung am Zündschlüssel, der Motor springt an. Den Wellhebel auf D stellen, Gas geben und fahren. Das ist alles. Von 0 bis 150 Stundenkilometer. Vom Stand bis zur Höchstgeschwindigkeit, bergauf und bergab, allein mit dem Gaspedal. Einfacher geht es nicht mehr. Zum Anhalten wechselt der Fuß vom Gaspedal auf die Bremse. Der Wagen steht. Der Motor läuft ruhig im Leerlauf weiter. Abwürgen ist unmöglich. Wenn Sie wieder Gas geben, setzt sich der Wagen weich und ohne zu rucken in Bewegung. Das ist ja toll. Aber wir sind die ganze Zeit nur in D gefahren. Wozu sind denn die übrigen Wählhebelstellungen? Nun, P ist die Parkstellung. M und D haben wir eben erlebt. M ist die Abkürzung für neutral. Das ist nichts anderes als der gute alte Leerlauf. D heißt Dauerbetrieb. Diese Stellung reicht vom Anfahren bis zur Höchstgeschwindigkeit. Dazu kommt noch die Stellung R, der Rückwärtsgang. Aber das sind doch noch die beiden anderen Stellungen. S und L. Was ist mit denen? Ich komme noch darauf zu sprechen. Die sind nur für einige besondere Fahrsituationen gedacht. Verfeinerungen gewissermaßen. Wenn Sie wollen, könnten Sie auf diese Wählhebelstellungen verzichten und immer nur in D fahren. Es ist einfach herrlich. Sie geben Gas und mit stetig wachsender Geschwindigkeit zieht der Wagen davon. Sie erhalten eine ununterbrochene, kraftvolle Antwort auf das Durchtreten des Gaspedals. Das Getriebe schaltet selbsttätig durch die Gänge und ohne einen Finger zu rühren, fahren Sie bei Stellung D den Wagen immer im richtigen Gang. Das heißt, dem Gang, der der Fahrsituation am besten entspricht. Die Beschleunigung kommt ruckfrei und ohne Schaltpausen, ohne Schaltgeräusche. Wenn wir das mit einem Getriebe herkömmlicher Bauart vergleichen, dann ergibt sich Leerlauf, Rückwärtsgang und Parkstellung, das heißt Einlegen eines Ganges, haben wir auch beim alten Getriebe. Aber die drei Vorwärtsgänge des Handschaltgetriebes sind beim automatischen Getriebe in der Wählhebelstellung D zusammengefasst
Und darin liegt eben die enorme Vereinfachung. Sie brauchten früher sage und schreibe 14 Bedienungsvorgänge, um in den direkten Gang zu schalten. Beim automatischen Getriebe sind sie auf 2 reduziert. Auf D-Stellen Gas geben. Alles andere besorgt das Hydramatikgetriebe. Wunderbar. Die Geschichte fängt jetzt an, mich zu interessieren. Wie funktioniert denn so etwas überhaupt? Das lassen wir uns am besten einmal von Herrn Müller etwas näher erklären. Herr Müller ist unser Schulungsleiter. Das will ich gerne tun. Das automatische Getriebe ist im Grunde genommen recht einfach. Man muss sich allerdings von den bisherigen Vorstellungen über Schaltgetriebe freimachen, weil die übersetzenden Zahnräder in Hydramatik ganz anders angeordnet sind. Das ist ein Planetensatz. Damit kann man eine Untersetzung, eine Übersetzung und eine Umkehrung der Drehrichtung erzielen, wobei die Zahnräder ständig im Eingriff bleiben. Wie? Das wollen wir gleich einmal am Modell sehen. Zunächst einmal die einzelnen Teile eines Planetensatzes. In der Mitte das Sonnenrad, rot gekennzeichnet. In Eingriff damit 3 Planetenräder, orange. Sie sind miteinander über einen Planetenträger, gelb, verbunden. Zugleich sind die Planetenräder mit dem Außenrad, grün, im Eingriff. Untersetzung, umgekehrte Drehrichtung. Wie kommen die zustande? Drehen wir mal das Sonnenrad rechts herum. Das Außenrad halten wir fest. Und nun beobachten wir die Bewegung des dreieckigen Planetenträgers. Wir sehen, der Planetenträger hat sich nach rechts gedreht, wie es die gestrichelte Linie anzeigt. Warum? Das Sonnenrad hat durch seine Drehung nach rechts die Planetenräder links herumgedreht. Durch die Linksdrehung wälzen sich die Planetenräder am feststehenden Außenrad ab und drücken dabei den Planetenträger nach rechts. Auf die Bewegung des Planetenträgers kommt es uns an. Wir wollen sie weiterverfolgen. Wir sehen, die Planetenräder haben sich vom Sonnenrad angetrieben am Außenrad abgewälzt. Aber das Sonnenrad hat sich 3-mal so weit gedreht wie der Planetenträger. Bei 3 Umdrehungen des Sonnenrades dreht sich der Planetenträger also 1-mal. Mit anderen Worten, wenn das Sonnenrad angetrieben wird und das Außenrad stillsteht, dann ergibt sich eine Untersetzung vom Sonnenrad zum Planetenträger. In unserem Falle 3:1 bei gleicher Drehrichtung. Und wie bekommen wir für den Rückwärtsgang eine Umkehrung der Drehrichtung? Sehen wir es uns an. Wir treiben wieder das Sonnenrad an, halten diesmal aber den Planetenträger fest. Damit drehen sich die Planetenräder gewissermaßen an Ort und Stelle. Das Außenrad kann sich frei drehen. Wir wollen sehen, was geschieht. Das Außenrad hat sich nach links gedreht, wie es die gestrichelte Linie anzeigt. Warum? Das Sonnenrad hat durch seine Drehung nach rechts die Planetenräder links herumgedreht. Da der Planetenträger feststeht und das Außenrad freiläuft, wird es in entgegengesetzter Richtung zum Sonnenrad gedreht. Auf die Bewegung des Außenrads kommt es uns an. Wir wollen sie weiterverfolgen. Das Sonnenrad hat die 3 Planetenräder auf dem stillstehenden Planetenträger angetrieben und diese Planetenräder haben das Außenrad in umgekehrter Drehrichtung zum Sonnenrad bewegt. Das Sonnenrad hat sich 3-mal so weit gedreht wie das Außenrad. Mit anderen Worten, wenn das Sonnenrad angetrieben wird und der Planetenträger stillsteht, dann ergibt sich zum Außenrad eine Untersetzung von 3:1 bei umgekehrter Drehrichtung. Ja, und auch das ist zum Verständnis unseres Getriebes wichtig. Wenn Außenrad und Sonnenrad mit gleicher Drehzahl und in gleicher Drehrichtung angetrieben werden, dann drehen sich Außenrad, Planetenträger und Sonnenrad als feste Einheit gemeinsam. Die Kraftübertragung erfolgt im Verhältnis 1:1 bei gleicher Drehrichtung. Bekanntlich bezeichnet man diese Übertragung als direkten Gang. Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Abschnitt. Bei einem Planetensatz befinden sich die Zahnräder in ständigem Eingriff. Durch Festhalten, Loslassen und wahlweises Antreiben verschiedener Teile kann man eine Untersetzung, eine direkte Übertragung und eine Umkehrung der Drehrichtung erzielen. Nun brauchen wir jedoch zu einem Dreiganggetriebe
zwei verschiedene Untersetzungen in Vorwärtsrichtung, eine direkte Übertragung, eine weitere Untersetzung in umgekehrter Drehrichtung für den Rückwärtsgang und schließlich einen Leerlauf. Alle diese Varianten lassen sich mit einem Planetensatz allein nicht erzielen, wohl aber durch Koppeln zweier Planetensätze. Wir wollen darauf verzichten, diese Kombination in allen Einzelheiten genau zu erläutern und uns kurz noch den übrigen Teilen des Getriebes zuwenden. Damit ist die erste Schallplattenseite abgelaufen. Wir halten den Film an.